Hallo zusammen, in diesem Video geht es um die Abschlussprüfung 2016 im Zweierzweig. Es geht um die Nachterminsprüfung und wir schauen uns die Aufgabe A3 genauer an. Diese Aufgabe A3 sieht jetzt so im ersten Moment hier drüben, wenn ihr euch die Skizze anschaut, die sieht schon ziemlich eklig aus, aber durch die vielen Angaben, die dabei sind. Und ihr merkt schon, das Ganze passt hier komplett auf eine Seite. Wir müssen also nicht großartig hin und her bewegen, klicken und scrollen und was auch immer. Die Aufgabe geht eigentlich schon. Man darf sich von vielen dieser Abschlussprüfungsaufgaben nicht ganz so erschrecken lassen am Anfang. Wenn ihr diese ganzen Angaben hier mal durchgelesen habt, dann ist also jetzt bekannt, dass der Radius hier unten dieser kleinen Halbkugel, denn das ganze Teil ist ja ein Rotationskörper, wie oben dieser Pfeil auch noch angibt, das ganze Teil dreht sich ja, um die Achse SM1. Und dann gibt es hier unten eine Halbkugel. Von dieser Halbkugel ist der Radius bekannt, R1 mit 2 cm. Und dieser Radius, der geht von A zu M1, von M1 zu B. Hier habe ich ihn auch nochmal. Der Radius der oberen Halbkugel hier ist auch angegeben. Der Radius, den finde ich hier, der ist insgesamt 4 cm lang. Den finde ich aber auch hier bei M2D. Ich finde ihn von M2 zu E und ich finde ihn auch von M2 zu S. Außerdem ist bekannt, dass EF und CD gleich lang sind mit 3,2 cm, also die Strecke EF und die Strecke CD. Und in der ersten Teilaufgabe geht es um die Länge der Strecken FM2 und SM1. Die Länge FM2 ist als Teilergebnis angegeben, obwohl die natürlich eigentlich wirklich jeder ausrechnen können muss. FM2 ist ja im Prinzip hier diese kleine Teilstrecke, also nichts anderes als vom Radius EM2 die Strecke EF, die angegeben ist, abzuziehen. Hier seht ihr die Lösung. Deswegen diese 0,8 cm. Und auch diese Strecke SM1, wenn ihr euch die Lösung mal anguckt, ist wirklich gar nicht schwer. Es geht um einen Vierstreckensatz, der hier angewendet wird. Und zwar, um das hier nochmal aufzudröseln, was hier als Ansatz dasteht, S zu M1, die Strecke, die gesucht ist, zu 2 cm, das ist die Strecke AM1. Verhält sich genauso wie die Strecke SM2, das sind die 4 cm, zur Strecke M2F, FM2, die vorher ausgerechnet werden sollte mit den 0,8. Und das Ganze steckt hier in diesem Vierstreckensatz. Mit mal 2 auf die andere Seite gebracht, da gibt es SM1 mit 10 cm. Und dann sind wir schon bei der zweiten Teilaufgabe. Die zweite Teilaufgabe, die erschreckt einen im ersten Moment, denn es geht um den Oberflächeninhalt dieses gesamten Körpers. Ja, und der setzt sich natürlich aus verschiedenen Teilen zusammen. Wir gehen es einmal kurz durch, ohne auf die Lösung hier jetzt näher einzugehen. Einmal nur kurz das, was ich euch immer wieder versuche beizubringen. Gedanklich diesen gesamten Rotationskörper in einen Eimer mit Farbe getaucht, wieder rausgezogen. Überlegt euch, was alles dann mit Farbe behaftet ist. Dann ist es hier oben der Oberflächeninhalt der großen Kugel, ja, und zwar der Halbkugel, das ist schon mal ganz wichtig, Halbkugel. Außerdem hier unten der Oberflächeninhalt der kleinen Halbkugel, die hier unten sitzt. Und dann kommen die schwereren Flächen, die noch zu bestimmen sind, nämlich die Mantelfläche dieses Kegels, der hier ja auch dreht, und zwar nur dieses Stück des Kegels. Denn ich habe ja eigentlich einen ganzen großen Kegel, der sich hier dreht. Und von diesem ganzen großen Kegel ist ein kleiner Kegel hier oben abgezogen, also ausgespart. Und dann habe ich noch eine Fläche, die übrig ist, und zwar ist das hier von EF. Wenn sich dieses Teil hier komplett dreht die ganze Zeit, dann entsteht bei EF und CD, dann entsteht da ein Kreisring. Und dieser Kreisring muss auch ausgerechnet werden. So, und jetzt ist das Ganze hier drüben in einen riesigen Ansatz verpackt. Den möchte ich erst durchgehen, bevor wir diese Teilstrecken hier oben anschauen. Die sind nämlich insgesamt nicht schwer. Dieser Ansatz muss nur verstanden werden, der ist wichtig. Dieser Ansatz fasst sich jetzt oder wird zusammengefasst aus dem, so wie wir es gerade kurz durchbesprochen hatten. Hier unten, das ist die kleine Kugel. Also das heißt die Oberfläche der unteren kleinen Kugel. Und da es nur eine Halbkugel ist, mal 0,5. Dazu brauche ich die Mantelfläche des großen Kegels, also das ist der Kegel hier, davon die Mantelfläche, nämlich eigentlich nur der Teil außenrum, und
Davon wird die Mantelfläche des kleinen Kegels, also hier oben, dieser kleine Kegel, der wird abgezogen. Und damit erhalte ich hier dieses Teil, was sich dann rumdreht, was rotiert. Dieses Teil erhalte ich dann hier. Außerdem sehe ich hier noch den Kreisring. Den erhalte ich aus großem Kreis minus kleinem inneren ausgespartem Kreis. Und dann habe ich hier noch die obere Halbkugel, also die Halbkugel erstmal hier Oberfläche der gesamten Kugel und dann hier mit 0,5 mal genommen die Halbkugel. So, und jetzt brauche ich für diese verschiedenen Teile, brauche ich noch einzelne Strecken, die ich herleiten muss. Ich kenne für die untere kleine Kugel, da kenne ich bereits den Radius und das ist alles, was ich wissen muss für den Oberflächeninhalt dieser Halbkugel. Für die obere große Halbkugel kenne ich den Radius auch bereits. Das steckt hier hinten drin. Ja, der kleine Radius hier vorne, großer Radius hier hinten der beiden Halbkugeln. Ich brauche aber für die Mantelfläche des großen Kegels brauche ich immer die Seitenkante des Kegels, also in dem Fall die Seite AS. Und für den kleinen Kegel brauche ich die Seitenlänge SF, denn ich brauche auch hier die Seitenkante dieses kleinen rotierenden Kegels. Die zwei Seiten müssen berechnet werden. Vom Kreisring kenne ich auch bereits alles, denn ich kenne den Radius des großen Kreises, der hier entsteht, und ich kenne den Radius des kleinen Kreises, der war vorher auch berechnet mit FM2 mit 0,8. Das ist das, was hier in dieser Kreisringberechnung fehlt und drin steckt, und das finde ich an der Stelle hier unten wieder. So, und das heißt, es fehlen mir nur die Teilstrecken AS und SF. Und die sind jeweils über den Pythagoras berechnet. Also wir gucken uns AS kurz an. AS liegt hier in dem rechtwinkligen Dreieck von A zu M1 und zu S. Davon kenne ich die Strecke AM1 mit 2 cm und ich kenne die Strecke M1S mit 10 cm, die wurde vorher berechnet. Und damit kann ich den Pythagoras da anwenden mit Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat. Dann ziehe ich die Wurzel daraus und bekomme AS mit dieser Berechnung raus. Und SF läuft ganz genauso, nur im kleineren rechtwinkligen Dreieck, hier von F zu M2 und zu S hoch. Damit kann ich diese beiden Teilstrecken berechnen. So, und das Ganze setze ich jetzt in diesen einen großen Ansatz und erhalte beim Eintippen in Taschenrechner diese Oberfläche. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz der Hinweis. Natürlich gibt es auch immer andere Lösungsmöglichkeiten. Das ist schön, dass das genau bei diesem Screencast jetzt hier an der Stelle auch da unten eingeblendet wird. Es sind immer andere Lösungsmöglichkeiten irgendwie möglich. Ihr habt hier jetzt zum Beispiel einen riesigen Ansatz, aber ich glaube kaum, dass ihr das alles schon in diesen Ansatz reinpackt. Und denkt immer dran, wenn ihr an der Stelle eben anders rundet. Natürlich können zum Teil, wenn dieses Ergebnis jetzt noch gebraucht werden würde in anderen Teilaufgaben, dann werden vielleicht andere kleine Rundungsabweichungen rauskommen, aber solange ihr für euren Lösungsweg einigermaßen sicher seid und so alles ja stimmt zueinander, alles zueinander passt, am Ende ihr keine Rechenfehler macht, dann kann auch mal ein anderes Ergebnis rauskommen, sobald alles nachvollzogen werden kann und ihr an sich keine Rechenfehler macht. Dieses Ergebnis kommt deshalb raus, weil alle Angaben hier zu einem ganzen großen komplexen Ansatz zusammengefasst wurden. Gut, das war es auch schon wieder mit der Aufgabe A3 dieser Prüfung.